Servus Leute, Race im Start mit einem neuen Call of Duty Black Ops 3 Shadows of Evil Video und zwar zeige ich euch heute, wie ihr den Packer Punch freischalten könnt und das ist auch gleichzeitig der erste Schritt zum Haupt Easter Egg auf der Map. Noch kurz im Vorhinein, falls ihr noch mehr Zombie Videos sehen wollt, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei, dort werdet ihr sicher Videos von Giant, Shadows of Evil, Guides, Easter Eggs und sonstige Sachen finden. Also nun zum Video. Es geht beim Packer Punch um die Opferrituale. Das sind genau vier Teile und ein Schlüssel. Den Schlüssel erhält ihr gleich am Anfangsraum, wie ihr sehen könnt. Ihr verwandelt euch einfach in eine Bestie und schockt das 4K Castle, um Quick Revive zu aktivieren und macht diese zwei, also macht ihr eine Tür auf und schlagt ihr eine Kiste. In der einen Kiste ist auch so eine schwebende Kugel drin, das ist der Schlüssel der Beschwörung. Den braucht ihr, um das Easter Egg überhaupt zu machen. Ihr geht aus dem ersten Raum hinaus, vorbei an der Kaugummi-Maschine und verwandelt euch wieder in eine Bestie. Schockt dazu erstmal das viereckige Castle, um Stamina Up zu aktivieren, dann schockt ihr das viereckige Castle, um den Kran zu aktivieren. Dreht euch um, schwingt euch rauf, geht diese Treppe hinauf und geht einfach den ganzen Weg entlang, bis ihr einmal zu dieser Treppe kommt, schockt das viereckige Castle, um den Weg da hinauf zu öffnen. Holt euch nun die goldene Füllfeder ab und dies ist dann auch das erste Teil von den vieren. Nun kommen so zwei so Wächter raus, die killt ihr einfach, die sind nicht recht schwer, sind eigentlich wie normale Zombies. Geht nun in den Anfangsraum zurück und ihr seht diese Treppe, die nun aktiv ist. Geht die Treppe hinauf, geht einfach den Weg entlang und ihr werdet zu so einem Raum kommen. Legt den Füller hin, legt den Stein hin und ihr beginnt das Ritual. Das müsst ihr jetzt genau viermal machen und zwar mit den vier Teilen. Es spawnen wieder diese Wächter, diese müsst ihr aber diesmal nicht killen. Das ist wie in Origins, die Zombies, also bei den Generatoren, müsst ihr auch nicht killen. Und ihr müsst einfach im Kreis rennen und warten, bis ihr das Ritual abgeschlossen habt. Habt ihr das Ritual abgeschlossen, kommt so ein komischer Wurm von der Decke hinunter und das ist der erste Torwurm. Das machen wir jetzt viermal. Geht jetzt weiter in den Waterfront District und dort müssen wir uns wieder in eine Bestie verwandeln, um wieder das zweite Teil zu erhalten. Schockt erstmal das viereckige Teil da oben, um den Weg freizuschalten, rennt weiter durch, hier eine kleine S-Kurve, dann schwingt euch hinauf, dreht euch siebenmal im Kreis, weil ich mich nicht auskenne, aber im Endeffekt müsst ihr nur umdrehen, rüberschwingen und diese Kiste runterschlagen. Logischerweise, was passiert? Richtig, da ist das Teil drin. Da ist nämlich der Meistergürtel drin. Hebt den Meistergürtel auf und wieder diese Wächter kommen, diese killt ihr wieder, no problem eigentlich. Dann geht ihr zu dieser Flamme weiter, einfach weiter und geht runter, das ist am Hafen und schlagt diese Tür nieder. Dort geht ihr dann hinein und wie ihr sehen könnt, ist wieder mal ein Ritual-Dings. So, startet nun das Ritual und vollendet das Ritual wie immer und nehmt den zweiten Torwurm ab. Beim zweiten und beim vierten Ritual kommt das fette dreiköpfige Viech, ist eigentlich nicht ziemlich schwer, killt es einfach. Geht nun weiter, wo die vielen Autos sind und verwandelt euch in der Mitte von den Autos zu einer Bestie, schwingt euch über das Theater drüber und dahinter seht ihr so ein viereckiges Castle, schockt das, schwingt euch hinüber. Es kann sein, dass ihr springen müsst und schwingen, so wie ich, und geht dann einfach weiter, gleich links abbiegen und über diese Rampe drüber springt auf den Vorsprung und schlagt die Kiste hinunter. Falls ihr noch Zeit habt, schockt das viereckige Castle und um den Weg frei zu machen. Holt euch nun das Teil ab und diese Wächter kommen wieder mal. Genau richtig, killt diese wieder und geht zurück zu den Autos. Hier seht ihr das Theater, wo wir zuerst waren. Geht einfach unten ins Theater rein und hier seht ihr wieder mal das Ritual-Dings und vollendet das dritte Ritual. Habt ihr das dritte Ritual vollendet, erhaltet ihr den dritten Torbomb und uns fehlt nur noch einer. Geht nun zum Kanaldistrikt und geht genau in diese Flamme hinein, wo ich jetzt war. Geht mir nach, dann runter in die Kanalisation sozusagen, schockt das viereckige Castle und dann geht ihr hier nicht rechts, sondern links und smasht einmal diese Kiste hier, wo das Teil drin ist und smasht die Tür da links daneben, um das Portal dann zu öffnen, was wir später brauchen. Also, wir machen nun mal den Spalt auf und holen uns das Teil ab. Und zwar ist das das Abzeichen, das vierte und letzte Teil. Geht nun zu diesem roten großen Gebäude und
drückt wieder bei der Flamme Viereck. Schwingt euch nun hinauf und geht normal den Weg entlang. Es gibt nur einen Weg, geht hinunter. Ihr könnt da eine kleine Abkürzung nehmen und joggt dieses viereckige Castle. Werdet wieder zum Menschen und geht nun in diesen Raum und macht das vierte Ritual. Dann weicht ihr den wieder aus und der vierte Torben kommt. Ihr erhaltet einen Erfolg, 60G oder was auch immer das ist, kein Plan. Und erhaltet den vierten Torben und der nächste fette, ja, kommt. Also geht nun durch diesen Spalt, den wir vorhin freigeschalten haben, und euch erwarten solche Wächter im Untergrund. Diese killt ihr dann einfach, ist auch nicht gerade schwer. Dann geht ihr zu dieser komischen Wand hin mit den 5 Symbolen, die ihr gleich sehen werdet. Geht einfach hin und diese Tür wird sich automatisch öffnen, beziehungsweise diese Wand wird zerspringen. Was sehen wir? Einen riesen fetten Raum. Nun müssen wir diese Torwürmer platzieren. Das sind genau 4, das heißt, wir müssen sie 4-mal platzieren. Einmal hier, dann einmal links vorne und dann in der Mitte drüben. Dazu, um in die Mitte rüber zu kommen, müsst ihr auf der rechten Seite Wall runnen, also auf der Wand entlang laufen. Ja, ist ein bisschen riskant, weil wenn man da runterfliegt, weiß ich gar nicht, was da passiert, aber ja, ist sicher nicht lustig. Also hier platziert ihr jetzt die letzten 2 Torwürmer, um den Packer Punch freizuschalten. Ihr seht, der Raum bildet sich langsam zusammen. Nun müsst ihr zu dem komischen Ritual hingehen und Viereck drücken. Dann seht ihr, dass ihr den Stein platziert habt und solche Wächter kommen. Diese Wächter müsst ihr nicht killen, also ihr könnt den wieder ausweichen und nach einer Zeit erhaltet ihr plus 500 und Apokalypse überstanden. Hier seht ihr nun den Schattenmann und das ist der erste Teil zum Easter Egg und ihr seht, der Packer Punch ist freigeschaltet. Der Packer Punch ist hier das blau leuchtende Ding und der Schattenmann verschwindet nach einer Zeit. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen mit dem Easter Egg bzw. mit dem Packer Punch freischalten. Ich entschuldige mich noch, dass ich teilweise sicher ein bisschen schnell geredet habe, weil ich das Video eher kompakt halten will. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Zombie-Video. Und lasst den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ciao.